Guten Abend, willkommen, herzlich willkommen bei uns. Ich freue mich, dass Sie da sind. Wäre der Fall Al-Bakr ein Polizeiruf, also ein Film, dann würde man manches daran gar nicht glauben und das Drehbuch für reichlich unwahrscheinlich halten. So gut und wichtig es nämlich war, dass der mutmaßliche Terrorist rechtzeitig entdeckt wurde, so hanebüchen ging es dann weiter. Als die sächsische Polizei ihn festnehmen wollte, entwischte ihnen der mutmaßliche Terrorist. Und als sie ihn dann endlich hatten, freilich nur, weil syrische Landsleute den Mann hatten überwältigen können, ließ man in der Justizvollzugsanstalt Leipzig zu, dass er sich erhängen konnte. Was sagt uns das über die reale Qualität der deutschen Terrorismusbekämpfung? Dazu sind bei uns der sächsische Justizminister Sebastian Gemko, die Vorsitzende der Linken Katja Kipping, der bayerische Innenminister Joachim Herrmann, der Terrorismusexperte der ARD Georg Maskolo und der syrische Flüchtling und Blogger Abdul Abbasi. Herzlich willkommen Ihnen allen. Der Fall Al-Bakr. Herr Gemko, Ihr Ministerpräsident sagt, es sind die falschen Maßstäbe angelegt worden. Mithin, es sind Fehler gemacht worden. Welche davon von Ihnen? Ich glaube, wir müssen das Thema noch mal an einer anderen Stelle ansetzen. Wenn wir zunächst den Vollzug uns anschauen. Für Außenstehende ist der Vollzug vielleicht so eine Art Blackbox mit der Vorstellung, dass man da drinnen machen kann, was man letztlich will. Aber auch der Vollzug und insbesondere in einem so grundrechtsintensiven Bereich muss rechtsstaatlichen Prinzipien folgen. Das heißt, die Bediensteten kämpfen jeden Tag darum, die richtigen Abwägungen zu treffen. Und in diesem Fall, in dem die Psychologin gesagt hat, es liegt hier keine akute Suizidgefahr vor, konnten die Bediensteten aufgrund dieser Prognose keine härteren Maßnahmen verhängen als diese verhältnismäßigen, nämlich diese 15-minütigen Kontrollen, später dann die 30-minütigen Kontrollen. Ich möchte einfach mal ein Beispiel machen, was möglicherweise das Handeln hätte sein können, mit dem wir diesen Suizid verhindern hätten können. Es gibt einen sogenannten besonders gesicherten Haftraum. Mhm. Das ist also ein Raum mit gummierten Wänden, mit Fliesen, mit einem Loch im Boden und mit einer Matratze, wo der Gefangene im Prinzip völlig entkleidet, lediglich mit einer Schambekleidung, dann untergebracht worden wäre. 24 Stunden, Tage, Wochen, Monate, möglicherweise Jahre. Diese akute Suizidgefahr ist aber nicht diagnostiziert worden. Das heißt, man hätte im Prinzip den Rahmen des rechtlich Zulässigen überschritten. Das heißt, man hätte willkürlich gehandelt. Und ich möchte nicht wissen, welche Diskussion wir heute führen würden, wenn solche Bilder aus Sachsen gekommen wären, dass ein Gefangener entkleidet über Wochen, möglicherweise Monate, denn wir wissen nicht, wie lange dieser Prozess gegangen wäre, untergebracht worden wäre. Ich hatte Sie gefragt, welche Fehler Sie gemacht haben. Von sich haben Sie jetzt aber gar nicht gesprochen. Ich kann als Justizminister doch letztlich diese Grenzen auch nicht überschreiten, wenn klar ist, dass... Dann gehen wir es durch, Herr Gemko. Machen Sie sich selber zum Vorwurf, dass Sie allen Mitarbeitern in der JVA nicht hinreichend und nicht im Detail klar gemacht haben, mit wem Sie es da zu tun hatten. Nämlich mit dem wichtigsten Gefangenen des Landes Sachsen, zweifellos, aber möglicherweise auch der ganzen Bundesrepublik. Es gibt nicht den besonderen Gefangenen. Die Frage, die sich dort anschließt, ist, gibt es eine Sonderbehandlung für Gefangene? Jeder Gefangene wird individuell so behandelt, wie es notwendig ist. Haben Sie sichergestellt, dass jeder Mitarbeiter wusste, mit wem er es zu tun hatte? Wenn die Untersuchung zeigt, dass keine akute Suizidgefahr vorliegt, dann kann nicht eine Maßnahme angeordnet werden, die letzten Endes die Grundrechte eines Menschen, eines Gefangenen verletzt. Und das haben die Bediensteten richtig gemacht. Und letzten Endes werde ich diese Grenzen genau nicht überschreiten, indem ich eine Maßnahme anordne, die unverhältnismäßig ist und die den Boden des Rechts verlässt. Haben Sie sich persönlich und permanent immer jeweils informieren lassen, was in der JVA passierte? Wussten Sie davon, dass der Gefangene weder aß noch trank, dass er die Deckenlampe abgerissen hatte, dass er sich an den Steckdosen zu schaffen machte? Wussten Sie das? Nicht in jedem Detail. Wir hatten Abteilungsleiterrunden, in denen wir diese Dinge besprochen haben, in denen gesagt worden ist, dass zum Beispiel die Kontrollintervalle verlängert worden sind aufgrund des Fehlens dieser akuten Suizidgefahr. Das heißt, das Ministerium war unterrichtet. Aber letzten Endes verlassen wir uns auch auf das, was die Fachdienste tun,
auf das, was qualifizierte Mitarbeiter tun. Und das ist auch notwendig. Das ist ein ehrenwertes Verhalten, aber möglicherweise nicht in einem so speziellen Fall. Sie sind jung im Amt. Ich nehme an, das ist Ihr wichtigster Fall, den Sie bislang hatten. Da könnte man eigentlich davon ausgehen, dass Sie hingehen und sagen, ich will alles wissen, ihr müsst mir alles sagen. Warum haben Sie das nicht gemacht? Und lassen Sie das sich jetzt als ein echtes Versäumnis an? Es ist deswegen kein Versäumnis, weil verhältnismäßig gehandelt worden ist. Weil man aufgrund einer Diagnose, die eine Diplompsychologin gestellt hat, gesagt hat, eine Suizidgefahr liegt vor wegen einer Nahrungsverweigerung. Das hatte der entsprechende Haftrichter im Aufnahmeschreiben schon so bezeichnet. Und aufgrund dieser Diagnose hat die JVA zu Recht gesagt, hier sind Kontrollintervalle von 15 Minuten, später von 30 Minuten richtig. Aber eine Maßnahme darüber hinaus wäre unverhältnismäßig gewesen, hätte in das Grundrecht dieses Menschen eingegriffen. Und alle Gefangenen sind bei uns gleich zu behandeln. Es gibt keine Sonderbehandlung für Gefangene. Dann widersprechen Sie aber Ihrem Ministerpräsidenten. Wir haben den Ton ja eben eingespielt. Er sagt, ich zitiere es nochmal, bei der Inhaftierung eines so gefährlichen und konkret des internationalen Terrorismus Verdächtigen hätten andere Maßstäbe bei uns in der Justiz angelegt werden müssen. Der Suizid hätte verhindert werden müssen in jedem Fall. Der Unterschied, den wir haben, ist, dass wir auf diesen Typus Gefangenen in Sachsen und mit Sicherheit in ganz Deutschland nicht eingestellt sind. Das, was hier vorliegt, war aus Sicht der Fachleute ein atypisches Verhalten. Es gab keine Signale für eine akute Suizidalität. Man hat keine Signale gehabt dafür, dass er sich selbst töten könnte. Und die Frage, die wir uns stellen müssen, zumal bei einem religiösen Menschen, in dessen Kulturkreis es als schwere Sünde gilt, sich selbst umzubringen, ob wir nicht diese Gefangenen anders einschätzen müssen. Und ich glaube, da fehlt uns allen in Deutschland die Erfahrung. Und es ist an uns, jetzt die notwendigen Schritte einzuleiten, dass wir uns in die Lage versetzen, auf diese neue Dimension, mit der wir hier konfrontiert sind, zu reagieren. Herr Masko, lassen Sie das als Entschuldigung und auch als Entlastung der Justizbehörden und auch des Justizministers in Sachsen gelten, dass er sagt, wir haben da noch keine Erfahrung mit islamistischen Strafgefangenen? Ich finde zunächst mal sehr schade, dass wir heute Abend über Versäumnisse reden müssen, weil diese Geschichte ja eigentlich zunächst, wie ich glaube, ein außerordentlicher Erfolg der Sicherheitsbehörden in diesem Land, wenn auch mit einem kleinen Schubs aus dem Ausland von den Amerikanern. Aber es ist ohne Frage ein großer Erfolg gewesen. Es ist ein Anschlag verhindert worden und ganz offensichtlich der unmittelbar vor der Ausführung stand. Was die Erklärung angeht, so finde ich sie nicht überzeugend. Ich freue mich darüber, dass Sachsen wenig Erfahrung mit Terrorismus hat. Man würde das allen anderen Bundesländern und allen Ländern der Welt wünschen. Aber ich glaube, wenn Sie keine Erfahrung damit haben und Sie haben einen solchen Gefangenen, dann müssen Sie sich im Zweifel Hilfe und Unterstützung suchen. Wenn Sie eine Haftrichterin haben, die sagt, ich sehe in der Sache eine Suizidgefahr. Wenn ich einen Gefangenen habe, der sich an Steckdosen zu schaffen macht und an der Lampe. Und ich weiß nicht genau, was ist das vielleicht? Ist das jetzt eine suizidale Neigung oder ist das ein Fall von Vandalismus, so wie es in der Haftanstalt offensichtlich eingestuft worden ist? Dann verstehe ich nicht, wieso in einer so wichtigen Angelegenheit nicht jemand zum Telefon greift und sagt, wenn wir es in Sachsen nicht beurteilen können, dann fragen wir mal die Nordrhein-Westfalen oder die Hamburger oder die Bayern. Oder die Syrer auch. Weil es wahr ist, dass wir einen solchen Fall wie Jabhar al-Bakr noch nicht gehabt haben. Aber wir haben sehr wohl Rückkehrer des IS. Wir haben sehr wohl Leute mit terroristischem Hintergrund in Haftanstalten. Und deswegen haben wir auch Haftanstalten und Polizeibehörden, die viel mehr Erfahrung mit solchen Dingen haben. Und ich glaube, das hätten Sie als Sachsen tun können und tun müssen. Ich glaube, Sie hätten es übrigens auch schon bei der nicht gelungenen Festnahme tun sollen. Wir haben es hier ja ohne Frage, ich habe es gesagt, mit einem der dramatischsten Fälle zu tun gehabt, die wir im Land bisher kennen. Die Informationen, die Ihnen von den Bundesbehörden übermittelt worden sind, am Freitag vor dem dann misslungenen Zugriff am Samstag, sagten, hochgefährlich, vermutlich Sprengstoff, möglicherweise trägt der Mann sogar einen Sprengstoffgürtel. Ich glaube, wenn man es mit einem solchen Fall zu tun hat, frage ich mich, wieso die sächsischen Behörden, die auch mit der Festnahme solcher Leute, und ich sage es nochmal, glücklicherweise haben Sie wenig Erfahrung damit, warum Sie in einem solchen Fall nicht eine Spezialeinheit wie die GSG 9 anfordern. Weil ich glaube, wenn man es mit einem solchen besonderen Fall zu tun hat und es fehlt einem an der einen oder anderen Stelle der Expertise,
dann ein Hurra auf den Föderalismus, aber dann sucht man sich die Unterstützung überall da, wo man sie bekommen kann, damit wir heute Abend nicht über ein so katastrophales Ergebnis diskutieren müssen. Warum haben Sie es nicht gemacht, Herr Gempel? Es wird immer wieder angeführt, dass es diese herausgerissene Deckenlampe gab, dass es die herausgerissene Steckdose gegeben hat und dass das doch ein Hinweis darauf hätte sein müssen, dass hier offensichtlich eine Selbstmordgefahr vorliegt. Aber wohl wissend, dass Sie es mit einem gefährlichen Täter zu tun haben, der möglicherweise Geiseln nimmt, der möglicherweise Bedienstete angreifen kann, sind die Erwägungen, die die Bediensteten in dieser Situation anstellen, mehr als nur die Frage nach der Suizidalität, sondern auch die Frage, wie gefährlich ist dieser Mann? Was passiert, wenn wir in diesen Raum hineingehen? Was passiert, wenn er uns beobachtet? Es wurde geschildert von der Psychologin, dass er genau schaut, was getan wird. Er hat sein Umfeld sehr wach beobachtet. Und dann ist die Überlegung der Bediensteten eher, was für eine Gefahr geht von diesem Täter aus? Was für eine Gefahr geht von diesem Gefangenen aus? Und in dieser Hinsicht wurde diese heruntergerissene Deckenlampe eher als ein Versuch gewertet, zu schauen, wie viele Bedienstete kommen, wie lange dauert es, bis sie kommen. In der Steckdose, die herausgerissen worden ist, da steckte Toilettenpapier drin. Möglicherweise sollte damit Rauch entwickelt werden. Das heißt, der Gedanke bei den Bediensteten war, soll hier ausgetestet werden? Was passiert? Soll Chaos gestiftet werden? Das heißt, das sind alles Abwägungen, die die Bediensteten in einer so schwierigen Situation treffen müssen. Da kann man nicht allein auf den Fakt der möglichen Suizidalität schauen, sondern das ist eine ganz komplexe Abwägung, die da stattfindet. Aber jetzt haben Sie nichts dazu gesagt, Herr Gempel, warum Sie sich nicht Hilfe geholt haben, Rat geholt haben, warum Sie nicht rumtelefoniert haben. An der Entscheidung, wie der Gefangene untergebracht wurde, haben viele Personen mit teilgenommen. Die Psychologin, der Sozialarbeiter, der Abteilungsdienstleiter, der stellvertretende Anstaltsleiter. Vier Personen, die diese Situation gemeinsam einschätzen, aufgrund ganz verschiedener Erfahrungshorizonte, immer wieder sich zusammengesetzt haben. Hochqualifizierte Leute mit jahrelangen Erfahrungen. Diesen Leuten muss man in so einer Situation auch vertrauen. Und wenn Sie sagen, man hätte die GSG 9 anfordern können, das sind auch Fragestellungen, die ganz andere Behörden beantworten müssen, ob sie dort einschreiten. Das ist keine Frage, die die Landespolizei für sich alleine klären kann. Hätte Ihnen das auch passieren können, Herr Herrmann? Oder passiert das nur den sächsischen Behörden? Ich glaube, jeder, der in diesem Sicherheitsbereich aktiv ist, weiß, dass sie nichts ausschließen können. Und ich gehe nirgends hin und sage, in Bayern werden keine Fehler gemacht. Und deshalb sage ich natürlich, hätte im Prinzip theoretisch auch sowas in Bayern passieren können. Wir müssen gemeinsam aus solchen Fällen lernen, dass sich so etwas möglichst nicht wiederholt. Ich glaube, das sehe ich wie Herr Maskola, dass zunächst mal das Allerentscheidendste an den Gesamtabläufen ist, dass die deutschen Sicherheitsbehörden im Verbund, Verfassungsschutz, Bundeskriminalamt, die sächsische Polizei, jedenfalls verhindert hat, dass ein Anschlag stattgefunden hat. Das ist die Hauptaufgabe der Sicherheitsbehörden. Es ist schon aus meiner Sicht ein bisschen schräg. Ich finde es auch nicht gut, dass der Mann sich hier selbst das Leben nehmen konnte. Aber das Hauptproblem ist schon, und die Hauptherausforderung ist, dass wir für die Sicherheit der Menschen in Deutschland sorgen. Und der Selbstmord ist dann das zweite Thema. Und was die Rahmenbedingungen dafür anbetrifft, kann ich nur sagen, ja, zum Beispiel haben wir im Bayerischen Strafvollzugsgesetz schon seit Jahren die Möglichkeit, bei Suizidverdacht auch eine Videoüberwachung des Haftraumes anzuordnen. Das haben die meisten anderen Bundesländer nicht. Und all Sachsen die, die zurzeit Sachsen auch nicht. Und aber all man die, kann ja, mit Verlaub, Frau Kiffin, genau. All die, die zurzeit bundesweit alle gescheit darüber herreden, die frage ich jetzt dann schon mal. Ich würde dringend empfehlen, dass alle deutschen Länder in ihr Strafvollzugsgesetz die Möglichkeit der Videoüberwachung hineinschreiben. Und jeder, der sagt, nein, das will ich aber gar nicht, ja, der sollte dann vielleicht in der aktuellen Situation auch nicht so gescheit daherreden. Ich meine, in der Tat, wir haben damit gute Erfahrungen gemacht, das muss auch der Richter anordnen, nicht einfach so. Das ist auf spezielle Fälle wie Suizidgefahr oder eine allgemeine Gefahr, die von den Betreffenden ausgeht, beschränkt. Aber in solchen Situationen kann die Videoüberwachung angeordnet werden. Das sind ganz konkrete Dinge, die kann man mal voraussetzen. Erstens, dass die gesetzliche Möglichkeit geschaffen wird und zweitens, dass wir haben die allermeisten Haftzellen in Bayern können auch nicht videoüberwacht werden, aber wir haben einzelne und wenn wir
es mit einem solchen Gefangenen zu tun haben, dann wird er eben in eine solche Haftzelle gebracht, die videoüberwacht werden kann. Das sind konkrete Dinge, die kann man vorbereiten. Ich kann das nur empfehlen, aber ich bin nicht einer, der sagt, in Bayern wird nie was falsch gemacht. Frau Kipping, Sie waren schnell dabei zu sagen, Herr Gemko müsste zurücktreten. Was genau werfen Sie einem eigentlich vor? Der ganze Vorfall liest sich ja wie eine Folge aus Pleiten, Pech und Pannen. Und ich finde, der ganze Vorgang zeigt den verheerenden Zustand der sächsischen Justiz und, das will ich hinzufügen, Innenpolitik. Und mich macht es fassungslos, wenn er so getan wird, als ob das eine Kleinigkeit ist, dass es zum Suizid gekommen ist. Das Verheerende daran ist doch, man hatte mit diesem Gefangenen, den man übrigens dank syrischer Geflüchteten noch festgenommen hat, die Chance, zumindest die Chance, Hintermänner aufzuklären und damit einen wichtigen Beitrag zur weiteren Terrorabwehr aber zu leisten. Aber was darf finde, konkret in Gemko vor? Ich finde, in so einer Situation erwarte ich, dass jemand aus der sächsischen Landesregierung übernimmt. Und zum Verantwortung übernehmen gehört für mich ein personeller Neuanfang, aber auch ein struktureller Neuanfang. Und es ist nun mal so, dass man in der Regierung immer die Verantwortung hat, im Guten wie im Schlechten. Also wenn zum Beispiel Bauarbeiter eine Brücke bauen, dann erntet ja auch der zuständige Minister die Lorbeeren, auch wenn er dort selber keinen Handschlag gerührt hat. Und deswegen würde ich sagen, der Suizid hat nun mal in einer Justizvollzugsanstalt in Sachsen stattgefunden und dafür trägt der zuständige Minister die Verantwortung. Aber worin konkret liegt die Verantwortung? Habe ich Sie jetzt schon dreimal gefragt? Na, muss sicherstellen, dass man genau, dass es eben nicht zu einem Suizid kommt. Und wollen Sie den Boden des Rechtsstaates verlassen? Wollen Sie um den Preis der Terrorismusbekämpfung den Boden des Rechtsstaates verlassen? Wollen Sie, dass Bedienstete Grundsätze des Rechts missachten, dass sie unverhältnismäßig handeln? Wollen wir tatsächlich im Kampf gegen Drachen selber zum Drachen werden? Ich rate uns allen, dass wir die Maßstäbe der Verhältnismäßigkeit im Kampf gegen den Terrorismus achten und dass wir nicht anfangen, unser eigenes Fundament zu unterholen. Aber das tut man nicht, wenn man jemanden in die Zelle setzt. Ich wollte das gerne weiter ausführen. Was man aber sehr wohl hätte machen müssen, ist zunächst allen daran beteiligten Mitarbeitern in der Justizvollzugsanstalt deutlich zu machen, um was für einen Gefangenen es sich hier handelt, was auch dahinter steht. Und man hätte ja auch jenseits der Videoüberwachung, die in Sachsen nicht vorgesehen ist, zum Beispiel einfach eine Stuhlwache organisieren können, wo es einen permanenten Sichtkontakt gibt, um eine sozusagen dauerhafte Beobachtung zu machen. Aber das wundert mich, ehrlich gesagt, Frau Kipping. Lassen Sie uns einhaken, was Sie da sagen, weil das wundert mich für eine linke Politikerin wirklich, dass Sie hingehen und sagen, Sie würden einem Gefangenen wie Jabhar al-Bakr jedwede Privatsphäre nehmen, alle Persönlichkeitsrechte nehmen, indem Sie ihn setzen, jemanden, der ihn 24 Stunden bei allem, was der Mann tut, beobachtet. Hätte ich Ihnen nicht zugetraut. Wenn es eine Suizidgefährdung gibt, dann muss man da tätig werden. Das ist doch vollkommen klar. Und ich will aber noch unter dem Ruf des Gesetzes einen weiteren Punkt noch mal ansprechen, weil ich finde in der Tat, was wir jetzt nicht machen dürfen, ist, dass man die Beschäftigten in den Gefängnissen zu den Sündenböcken macht, weil wir wissen, dass die sächsische Landesregierung wirklich da beim Personal auf Verschleiß fährt. Die Gefängnisse sind chronisch überbelastet. Wir als Linke haben wieder darauf hingewiesen, dass inzwischen Überstundenzahlen von 75.000 angelaufen sind in den sächsischen Gefängnissen. Wir wissen, dass der Krankenstand bei den Beschäftigten zugenommen hat. Und dafür trägt die politische Hauptverantwortung in der Tat nicht Herr Gemko, sondern der sächsische Ministerpräsident, Herr Tillich, weil der hat die klare politische Vorgabe gemacht. Und insofern hoffe ich sehr, dass jemand, der so sehr beim Personal auf Verschleiß fährt, nicht nur in den Gefängnissen, sondern auch bei der Polizei und in der Schule, dass der irgendwann mal abgewehrt wird. Entschuldigung, Frau Kipping, dann schon auch noch mal sagen, wenn es eigentlich nach dem geht, was die Linkspartei in den letzten Jahren vertreten hat, dann wäre der Mann wahrscheinlich überhaupt nicht festgenommen worden, weil es nach Ihrer Meinung nämlich überhaupt keinen Verfassungsschutz in Deutschland geben dürfte. Das ist die Partei, das ist die Politik, die Linken in den letzten Jahren vertreten haben. Ja? Politik zur Rolle, die der Verfassungsschutz gespielt hat, können wir gerne überschwenken, weil ich finde, es ist überhaupt noch nicht geklärt, welche Rolle wirklich der Verfassungsschutz gespielt hat. Was wir wissen, ist, dass der Verfassungsschutz offensichtlich wochenlang zugeschaut hat, wie in einem bewohnten Haus hochexplosiver Sprengstoff gelagert wurde. Und wenn ich allein an die Kumpanei des Verfassungsschutzes mit den braunen NSU-Terrorzellen denke, da habe ich große Fragezeichen, ob diese Geheimdienste wirklich für mehr Sicherheit und
für mehr Demokratie stehen. Mit dem Al-Bakr werfen Sie jetzt dem sächsischen Verfassungsschutz nicht auch noch ernsthaft oder dem Bundesamt Kumpanei vor. Ich habe zumindest kritische Fragen. Wie lange wusste der Verfassungsschutz davon, bis er die Polizei informiert hat? Warum hat man nicht Spezialeinheiten geholt, die für die Ergreifung von Terrorverdächtigen spezialisiert sind? Warum hat man das so laufen lassen? Ich meine, man hat schon mit dem Leben der Menschen, die in dem Haus sind, wirklich russisches Roulette gemacht. Und die sächsische Polizei, die dann die Wohnung gestürmt hat, wusste offensichtlich nicht, dass in der Wohnung Sprengstoff liegt. Also der Verfassungsschutz hat sich nicht mit Ruhm bekleckert. Ist das so? Das kann ich nicht einschätzen. Das ist eine Frage der Ermittlungen, der laufenden Ermittlungen, die ich natürlich nicht reinschauen kann. Aber machen wir uns doch noch mal bewusst, was hier passiert ist. Da ist ein Mensch in diesem Land unterwegs, offensichtlich bereit, mit einer größeren Menge an Sprengstoff Männer, Frauen, Kinder zu töten. Ich habe mir in den letzten Tagen manchmal die Frage gestellt, wer sind diese Menschen in diesem Land, die heute noch leben, weil dieser Mensch gefasst worden ist? Welche Frau, welches Kind, vielleicht jemand aus unserer Runde, vielleicht ich selber? Und wer ist derjenige, der sich glücklich schätzen kann, dass die Sicherheitsbehörden gut zusammengearbeitet haben, dass dieser Mann zur Strecke gebracht worden ist? Ganz ehrlich, das ist die Frage, die ich mir stelle. Daran und herzlichen Dank auch an die Leute, die im Bereich der Fahndung mitgearbeitet haben, und zwar auch aufgrund der Fahndungs- und der Öffentlichkeitsfahndung der sächsischen Polizei. Denn daher hatten Sie auch Ihre Informationen und Sie haben es dann auf Ihrer Plattform geteilt. Das wollte ich ja erklären nochmal, dass wir Herrn Abbasi nochmal vorstellen, mehr als dass ich das eben schon gemacht habe. Denn in der Tat, Sie können sich auf die Fahnen schreiben, dass Sie wohl daran mitgewirkt haben, Jaber al-Bakr zu fassen, weil Sie den Fahndungsaufruf der Polizei ins Arabische übersetzt haben, haben ihn dann auf Ihre Facebook-Seite gestellt, haben ihn geteilt, wie Dutzende andere Gruppen im Übrigen auch. Und irgendwo haben dann die drei Syrer, die ihn festsetzen und überwältigen konnten, das Foto gesehen und wussten dann, mit wem sie es eigentlich überhaupt zu tun haben. Als sie erfahren haben, dass dieser Mann sich nun aber das Leben genommen hat, was haben sie gedacht? Na gut, erstmal, das hat, was wir gemacht haben als Syrer hier in dieser Gesellschaft, das war ganz normal. Das ist jetzt nicht, was wir, deswegen fanden wir halt ein bisschen die Reaktion von Medien, ist ein bisschen übertrieben, dass wir in einem Tag mehr als 17 Interviews gemacht haben, nur zu zeigen, dass die Syrer endlich mal was Gutes in diesem Land gemacht haben. Das stimmt überhaupt nicht, weil ich als Mitarbeiter vom Migrationszentrum bekam in Göttingen, bekam ich so viele tolle Fans, jeden Tag Leute, die hier studieren, arbeiten, ein Praktikum machen und sowas. Und dafür haben wir das Gefühl, dass es kein genuges Aufmerksamkeit gibt. Wir haben das geteilt, weil wir hier als Gesellschaftsmitglieder diese Zivilcourage zeigen müssen. Und das erwarte ich auch von allen anderen Gesellschaftsmitgliedern, dass die auch sowas zeigen. Und dass viele Syrer, die meisten, die das geteilt haben, waren Syrer und auch Deutsche natürlich, weil unsere Seite hat eine Mischung von Menschen. Das hat ungefähr 42.000 Menschen erreicht. Und wie ich gesagt habe, das ist, dass drei Syrer das ihn gefesselt haben, hat uns auch gefreut, weil das auch eine Rolle spielt, dass wir halt die Vorurteile, was auch gegen uns immer gemacht werden, dass wir das die aufbauen. Und ich hatte Sie gefragt, was haben Sie gedacht, genau, als Sie dann gehört haben, dass ich... Kann mich die Frage. Ja, das ist für uns, nach dem Tod, meinen Sie, das für uns war ein bisschen, natürlich, das war für uns ein bisschen Schock. Weil wir erwarten schon von einem Mensch, das ist nicht als normale kriminelle Mensch behandelt wird. Okay. Das ist andere Regelungen da laufen sollen, die ihm nicht normal behandelt werden, dass nachdem auch natürlich die bemerkt haben, dass es einen Hungerstreik gibt, ja, dass es die Steckdosen manipuliert waren und dieser Mensch hatte halt sowieso kein Problem mit Tod. Ja, das ist schon klar. Aber das Problem ist hier, Frau Bild, dass das hier fehlt halt diese Zusammenarbeit. Das fehlt. Okay. Es gibt Syrer, die darunter in Syrien gelitten haben. Es gibt Syrer, die wissen ganz genau, was es heißt, was es solche Gefahr da gibt, wenn Sachsen halt keine genug Erfahrung, wie Sie gesagt haben, Gott sei Dank, dass Sie keine genug Erfahrung damit haben, aber wir haben schon viel Erfahrung damit und wir wissen ganz genau, was es von Leute da sind und wie wir damit umgehen können. Und das ist halt das Problem auch. Ich habe diese Aufruf oder diese Fahndung in der Webseite von der Polizei Sachsen gelesen. Das war nur auf Deutsch geschrieben. Und hier haben wir auch das Gefühl, nehmen Sie irgendwie uns nicht ernst.
Sie haben sich also gewundert, dass Sie das überhaupt übersetzen mussten ins Arabische und dass das nicht längst übersetzt war. Natürlich mussten auch die Syrer, es gibt auch immer noch viele, die nicht so hochdeutsch, wie das auch geschrieben war, lesen können. Und warum mussten wir das übersetzen überhaupt? Wir erwarten schon, dass es eine echte Zusammenarbeit gibt. Da gab es eine Zusammenarbeit, dass wir auch, was wir auch angefangen haben, hat toll funktioniert. Mhm. Das hat toll funktioniert. Und diese Zusammenarbeit fehlt nicht nur in solchem Bereich, es fehlt auch bei der Integration, es fehlt auch bei der Arbeitsmarkt, es fehlt auch bei der Wohnungsmarkt, bei allen Fällen. Es gibt aber nicht genug. Warum haben Sie das nicht sofort gemacht, Herr Gimko, dass es sofort einen Fahndungsaufruf auch auf Syrisch gab? Gut, das ist eine Frage der polizeilichen eine Frage der polizeilichen Arbeit. Aber die Lernen, die wir daraus ziehen, das ist in meinen Augen das ganz Wesentliche. Wir sehen, dass wir nicht in der Lage sind, so optimal auf solche Vorfälle zu reagieren, wie es nötig wäre. Deswegen hat heute zur gleichen Zeit bei uns in Sachsen das Kabinett in einer Sondersitzung getagt. Wir haben eine externe Expertenkommission ins Leben gerufen, die sich mit der polizeilichen und mit der strafvollzuglichen Arbeit auseinandersetzen wird. Die wird schauen, was ist der Ist-Stand, was ist passiert, was müssen wir anders machen, um auf das reagieren zu können, was unsere Gesellschaft vor diese große Herausforderung stellt. Das sollen unabhängige Experten sein, die nicht aus der Staatsregierung kommen, die von außen drauf schauen, die mit Sicherheit auch Experten im Bereich Terrorismus sein werden. Und die sollen letztlich uns die Handlungsanweisung für die Zukunft geben, damit so etwas nicht auch mal passieren kann. Ist das so, wie man früher sagte, wenn ich nicht mehr weiter weiß, gründe ich einen Arbeitskreis? Nein, das glaube ich ist in diesem Fall nicht so. Dieses Land hat gute Erfahrungen damit gemacht, wenn es gesehen hat, dass sie bei der Terrorismusbekämpfung Fehler gemacht worden sind, daraus die entsprechenden Konsequenzen zu ziehen. Die sicher gravierendste, wir hören ja in diesen Tagen immer von der Arbeit des gemeinsamen Terrorismusabwehrzentrums. Mhm. Warum ist das gegründet worden? 2004, weil man gesehen hat, dass man im Vorfeld des 11. September, wo drei der Attentäter aus Hamburg kamen, dass es keine vernünftige Zusammenarbeit zwischen den Bundesländern gab, dass es keine Zusammenarbeit zwischen Polizei und Nachrichtendiensten gab. Man hat sich also hingesetzt, hat das angeschaut und gesagt, welche Konsequenzen muss man aus all dem ziehen. Ich glaube, dass Dresden-Leipzig wiederum ein solcher Fall ist, den man sich sehr genau wird anschauen müssen, welche Konsequenzen man daraus zieht und welche Lehren man daraus ziehen kann. Und dann wird sicher auch noch mal über die politischen Konsequenzen gesprochen. Wenn ich einen Satz noch zu dem sagen darf, was Frau Kipping gesagt hat, dann würde ich allerdings hoffen, dass in einer so schwierigen Situation auch der politische Diskurs damit Schritt hält. Und das, was Sie gesagt haben, dass es Informationen gegeben hätte beim Verfassungsschutz, die mit der Polizei nicht geteilt worden wären, und zwar über Wochen und Monate, und deshalb Menschen in diesem Haus einer großen Gefahr ausgesetzt worden wären, wird nach allem, was ich weiß, durch die Fakten nicht gedeckt. Ich glaube, dass das ein Vorwurf ist, der so unzutreffend ist. Sondern es gibt eine Identifizierung am Donnerstag und am Freitag, und das Bundeskriminalamt ist bereits eingebunden, und am Freitag werden die sächsischen Behörden informiert. Also das, ich habe das heute auch im Laufe des Tages gehört, und ich weiß sehr wohl, dass an der Arbeit der Geheimdienste und auch des Verfassungsschutzes häufig genug etwas zu kritisieren ist. In diesem Fall sehe ich es nicht, und ich glaube, der Vorwurf, so wie Sie ihn erhoben haben, wird durch die bisher bekannten Fakten auch nicht gedeckt. Haben Sie Belege? Also unsere Fachleute in genau diesen in den Gremien des Bundestages haben sozusagen die Information oder haben den Informationsstand, dass bereits ab September es eine Observierung gab durch den Verfassungsschutz und dass die Polizei nicht wusste, dass es Sprengstoff in der Wohnung gibt. Und genau deswegen werden wir jetzt viele kritische Fragen in den Ausschüssen stellen. Ich glaube, genau, dass das unzutreffend ist. Ich finde nicht, dass man angesichts vieler ungeklärter Fragen und wirklich, also warum jetzt der Verfassungsschutz, wenn er so einen Informationsstand hat, nicht eine Einheit mit einbezieht für die Festnahme, die Erfahrung mit sowas hat. Da muss man doch mal eine Frage stellen. Für die Festnahme ist nur der Verfassungsschutz wirklich nicht. Dass er nicht selber zuständig ist, weiß ich doch, verdrehen Sie mir doch nicht das Wort im Munde. Aber natürlich gibt es Einheiten wie beim BKA, die auf sowas spezialisiert sind und dass die sächsische Polizei damit überfordert war. Das ist ja offensichtlich, das sieht man ja im Ergebnis. Die haben ja nicht mal das geschafft, was drei beherzte syrische Geflüchtete geschafft haben. Also dass man da jetzt nicht als erste Adresse die sächsische Polizei beauftragt, sondern womöglich auf eine Spezialeinheit zurückgreift. Und ich finde, das sind Fragen, wo man jetzt nicht einfach das hohe Loblied auf den Verfassungsschutz singen kann, sondern erstmal ihn kritisch hinterfragen muss. Wie groß ist der Schaden, Herr Maskulo, der dadurch entstanden ist, dass man Jaber al-Bakr jetzt nicht mehr verhören kann?
Das ist eine Frage, die sich nur schwer beantworten lässt. Was wir wissen, ist, dass er kurze Aussagen gemacht hat, allerdings nicht bei der Haftrichterin. Da hat er bereits einen Anwalt gehabt, hat keine Angaben mehr gemacht. Er hat kurz mit der Polizei gesprochen, hat gesagt, derjenige, der der eigentliche Wohnungsgeber ist, der habe ihn in die Sache reingezogen. Und er hat die drei Syrer, die ihn später festgenommen haben, belastet in einer relativ unspezifischen Form und hat sie Mitwisser genannt. Ich habe mich eigens noch mal erkundigt, bevor ich heute in die Sendung gekommen bin. Der Stand der Dinge ist nach wie vor, dass kein Ermittlungsschritt bisher einen Verdacht gegen diese drei Syrer, die ihn festgenommen haben, zu diesem Ergebnis geführt hätte, dass an diesem Vorwurf was dran sei. Sie sind nach wie vor Zeugen in dem Verfahren. Sie sind keine Beschuldigten. Insofern muss man mit diesem Vorwurf, den er da erhoben hat, glaube ich, sehr vorsichtig sein. Hätte er nun geredet oder nicht, da kennen wir ehrlich gesagt die ganze Bandbreite auch von Verhaftungen hier im Land. Wir kennen welche, die ins Gefängnis kommen und erklären sich bereit, sehr intensiv mit den Behörden zu kooperieren. Und man ist erstaunt, in welcher Detail Tiefe sie bereit sind, Aussagen zu machen. Und es gibt solche, die schweigen bis zum letzten Moment. In diesem Fall ist sicher klar, dass es außerordentlich interessant gewesen wäre, wenn er sein Wissen geteilt hat, weil wir haben zu Anfang der Sendung schon darüber gesprochen. Ich glaube, dass das ein Fall ist, wie wir ihn in der Tat irgendwie noch nicht erlebt haben. Man muss davon ausgehen, dass das tatsächlich eine Konstellation gewesen ist, wo der sogenannte Islamische Staat sich gezielt entschieden hat, ein großes Attentat in Deutschland zu begehen und ihn dafür ausgesucht hatte. Man muss inzwischen auch davon ausgehen, dass der Flughafen Berlin-Tegel ganz möglicherweise das Ziel hätte sein können. Man hat in seinen Unterlagen ein Flixbus-Ticket gefunden von dieser Reise nach Berlin. Inzwischen sind die Videoaufnahmen der Flughäfen ausgewertet. Es gibt Aufnahmen, auf denen man Jabba al-Bakr sieht, wie er auf dem Flughafen Tegel unterwegs ist. Und die erste Auswertung spricht dafür, dass das ganz offensichtlich dass er da unterwegs gewesen ist, um sich anzuschauen, wie man dort einen Anschlag begehen könnte. Ja, man hätte, wenn er geredet hätte von seinen Aussagen, viel lernen können. Insofern. Ähnlich hat sich auch der Bundesinnenminister eingelassen, als er am Donnerstagmorgen davon erfuhr, dass Jabba al-Bakr nicht mehr lebt. Haben viel Ahnung in solchen Fällen. Was hätte man erfahren können von diesem Mann? Was denken Sie? Ja gut, wie Herr Moskolo gerade zu Recht gesagt hat, wir wissen das insofern nicht, weil es gibt den einen Typ, der arbeitet dann zusammen und es gibt einen anderen, der nichts sagt. Und aus meiner Sicht spricht die Wahrscheinlichkeit, aber bitte, das ist jetzt sehr laienhaft betrachtet, dass er so weit gegangen ist, dass er sich sofort umgebracht hat, spricht dafür, dass er eben definitiv sicherlich nichts sagen wollte, dass er nicht kooperativ mit den Behörden sein wollte, sondern dass er sich deswegen schon von vornherein sozusagen davor bewahren wollte. Aber das ist spekulativ. Insofern, natürlich muss unser Bemühen immer sein, möglichst diese Leute dann zum Verhör zu bringen und entsprechend weiteres zu erfahren, wie weit er dann ausgepackt hätte, weiß man nicht. Aber klar ist auch, wir müssen daraus für die Zukunft natürlich lernen, auf solche Leute noch besser aufzupassen. Wir haben ja durchaus auch, sind vor ein paar Wochen die drei Syrer in Schleswig-Holstein verhaftet worden. Die sind entsprechend werden vernommen. Da laufen die Untersuchungen noch, um natürlich auch die Hintergründe zu ermitteln, mit wem stand da wann einer in Kontakt. Das wird ja jetzt auch noch darum gehen. Jetzt, die Ermittlungen sind ja jetzt erst am Anfang. Einiges hat Herr Moskolo gerade schon dargestellt. Natürlich wird man versuchen, festzustellen, mit wem stand er in Kontakt, mit wem hat er telefoniert, wie stand waren da ansonsten die Telekommunikation. All das ist jetzt Aufgabe der Ermittlungsbehörden und das wird laufen. Insofern hoffe ich natürlich nach wie vor, dass das Bundeskriminalamt da schon noch einiges zutage fördern wird. Also die Ermittlungen sind ja nicht irgendwie beendet oder aufgegeben. Wäre es wichtig gewesen, dass wenn dieser Mann so wichtig ist und man doch erstmal Hoffnungen hegte, man würde ganz viel von ihm erfahren können, wäre es dann wichtig gewesen, dass der Generalbundesanwalt den Fall sofort an sich zieht, mehr als dass er das getan hat? Und den Gefangenen beispielsweise nach Karlsruhe oder nach Stuttgart-Stammheim verbringen lässt? Nach meiner Kenntnis hat ja der Generalbundesanwalt das Verfahren übernommen. Hat er, und genau. Hat das Bundeskriminalamt in Zusammenarbeit mit dem sächsischen LKA mit den Ermittlungen beauftragt. Vollkommen das richtig. Ist eigentlich das ganz
typische Verfahren. Er hat aber nicht, und das ist heute verschiedentlicher angesprochen worden, Herr Oppermann, andere haben das gesagt, Sie haben gemeint, auch die rechtspolitische Sprecherin der Unionsfraktion hat das gesagt, der Generalbundesanwalt hätte dann eben auch dafür sorgen müssen, dass der Gefangene verbracht wird, zum Beispiel nach Stuttgart. Also da muss ich jetzt schon sagen, der Generalbundesanwalt, und damit meine ich nicht die einzelne Person, sondern die Bundesanwaltschaft insgesamt über Jahre hinweg, die haben da schon sehr viel Erfahrung. Da kann man jetzt fragen, warum haben die so, warum haben die anders gemacht? Auch wenn jemand zum Beispiel zu den Ermittlungen jetzt mal, wie das bei den Syrern in Schleswig-Holstein war, nach Karlsruhe geflogen wird und der Ermittlungsrichter dann den Haftbefehl erlässt, heißt das noch lange nicht, dass in allen Fällen, die dann auf Dauer in Karlsruhe oder Stuttgart bleiben, sondern die werden sehr wohl häufig auch wieder in die Länder rücküberstellt. Also da reden, glaube ich, zurzeit jetzt sehr viele sehr schnell in der Öffentlichkeit, die ansonsten mit diesen Verfahren ziemlich wenig zu tun haben und auch ziemlich wenig Ahnung haben, wie das läuft. Es ist auch nicht garantiert, dass in einem anderen Bundesland oder auch in Stuttgart, ich darf erinnern, Stuttgart-Stadtheim haben heute einige ins Gespräch gebracht. Vor 40 Jahren haben sich bekanntermaßen die RAF-Terroristen in Stuttgart-Stadtheim selbst ermordet. Mhm. Also zu sagen, damit ist dann automatisch alles Problem gelöst. Ja? Das muss jetzt alles sauber aufgearbeitet werden. Aber entscheidend ist für mich noch viel mehr. Wir müssen uns doch bitte jetzt darauf konzentrieren, wie können wir noch besser in Zukunft uns vor islamistischen Anschlägen schützen. Nur von den islamistischen Anschlägen? Ja. Ist das der einzige Terror hier in Deutschland? Nein, natürlich gilt das genauso für den Rechtsterrorismus, genauso wie jedes für den Linksterrorismus. Ich meine, Entschuldigung, Herr Herrmann, warum reden Sie so oft nur von islamistischem Terror? Das ist schon klar, dass es einen Terror in diesem Land gibt von solchen Gruppen, aber man muss auch von dem Terror insgesamt immer reden, nicht immer von den Leuten, was Sie immer als Leute bezeichnet haben, dass Sie nur die Syrer oder irgendwelche, die Flüchtlinge, dass man immer irgendwie von entweder von Obergrenze reden oder entweder mehr Überwachung über zum Beispiel den BAMF, was er von Anträge hat über den Flucht und sowas. Das ist nicht der einzige Terror hier in diesem Land. Ja? In Sachsen, in Sachsen gab es nur in 2015 bis 13. September, das gab so viele, unglaublich viele Übergriffe, Rechtsübergriffe gegen Flüchtlinge. Ja? Und das ist halt das Problem, dass viele von ihnen, in Sachsen ungefähr 159, also das ist vielleicht noch mehr, und viele, 34 ungefähr, sind tätliche Übergriffe. Mhm. Und dafür irgendwie haben ja auch die Syrer das Gefühl, dafür würde kein genug Aufmerksamkeit gegeben. Und das ist das Problem. Das ist nicht nur der einzige. Darum müssen wir uns zweifellos auch kümmern. Aber es nützt doch nichts, das alles in den Topf zu werfen. Denn Sie brauchen für jede Terror ist Terror. Das ist das Terror. Ja, aber ist Terror. Sie brauchen bei den Sicherheitsbehörden unterschiedliche Strategien, weil wenn es darum geht, ob irgendwelche Verrückten, beispielsweise der Pegida, in der Tat gewalttätig gegen Ausländer sind, dann brauche ich eine völlig andere Sicherheitsstrategie, auch in der sächsischen Polizei oder in der bayerischen wenn es um islamistische Attentäter geht. Ich habe oft Interviews von Ihnen gehört, und da gab es immer diese Überwachung über die Flüchtlinge, dass wir mehr kontrollieren und dass wir so und so und so machen. Soll ich jetzt einfach den Fall in Sachsen sehen und dann schauen, okay, es gibt so viele rechte Übergriffe, ja? Okay, jetzt machen wir eine Überwachung in die Leute in Sachsen. Macht das Sinn? Vielleicht darf ich da einhaken, denn ich bin ja irgendwie auch angesprochen. Natürlich werden auch Rechtsextremisten in unserem Land überwacht. Wir müssen nicht die Menschen in einem Bundesland auf einmal alle unter einen Generalverdacht stellen. Genau. Das ist falsch. Nicht alle Leute in Sachsen sind recht und auch nicht alle die Flüchtlinge sind Terror. Es gibt keinen bei uns, Entschuldigung, ich weiß nicht, worauf Sie hinaus sollen. Weder sagt bei uns jemand, dass alle Syrer nachdem er tot ist, Sie haben ein paar Interviews gegeben, da steht immer die Überwachung immer mit von Flüchtlingen. Und ich habe von Ihnen halt nicht so genug, vielleicht über den rechten Übergriffe haben Sie vielleicht nicht genug gesprochen, obwohl die Zahl im Vergleich zu dem Terror von Islamisten, und das ist natürlich ein Terror, wir müssen darüber jetzt nicht diskutieren, aber dafür irgendwie haben Sie nicht genug Aufmerksamkeit wie jetzt, wie die letzte Partei. Vielleicht darf ich da trotzdem jetzt einhaken, denn irgendwie sind wir als Sachsener jetzt hier direkt angesprochen worden. Wir haben im vergangenen Jahr bei der Generalstaatsanwaltschaft ein Sonderdezernat eingerichtet, das sich speziell mit der politisch motivierten Kriminalität von links und rechts beschäftigt. Also ein Dezernat, das
explizit schaut, welchen Terrorismus, welchen Extremismus gibt es aus den politischen Rändern der Gesellschaft. Und trotzdem glaube ich, dass wir im Bereich des Islamismus noch mal eine Spezifität haben. Und das hat sich doch an unserem Fall in Leipzig jetzt ganz deutlich gezeigt. Und diese Spezifität, die liegt in einem Bereich, wo wir die Motivation zum Beispiel für diesen Selbstmord jetzt nicht ergründen können. Das heißt, eine ausgebildete Psychologin, die seit 2001 Erfahrung hat in verschiedenen Anstalten, erkennt im Prinzip diese Motivation nicht. Worin liegt diese Motivation? Ist es möglicherweise sogar, um sich selbst als Beweismittel diesem verhassten westlichen Rechtsstaat zu entziehen? Das sind Fragen, die wir uns beantworten müssen. Und dafür brauchen wir Antworten. Aber schauen wir Sie können uns doch an, Frau Kipping, dass wir zwei Punkte jetzt aufgreifen. Zum einen das, was Herr Basi aus eigenem Erleben und aus großer Leidenschaft heraus sagt, nämlich, dass sich Syrer inzwischen im Generalverdacht ausgesetzt sehen. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt, wie radikalisieren sich diejenigen, die tatsächlich die wenigen syrischen Flüchtlingen, die dann tatsächlich straffällig werden. Schauen wir uns doch mal einen Fall an, nämlich den wir jetzt kennengelernt haben, von Herrn Al-Bakr. Was Sie da hören, ist das eine ganz und gar untypische oder eine typische Art, wie sich jemand radikalisiert? Ob es typisch ist, wir erleben da ganz unterschiedliche Entwicklungen. Es gibt Leute, die sich allein in Deutschland radikalisieren. Es gibt Leute, die sich allein im Internet radikalisieren, sozusagen das ganz für sich allein machen. Es gibt andere, die in Kontakt mit anderen sind. Es gibt welche, die von Imamen radikalisiert werden. Und es gibt hier die Frage in der Tat dieser Ausreise in die Türkei nach Syrien, die im Raum steht. Das ist etwas, was sicherlich jetzt sehr genau ermittelt werden muss. Und mit Verlaub, auch wenn es Ihnen nicht gefällt, es ist nicht typisch für Syrer in unserem Land. Und unser Land erkennt Monat für Monat viele, viele Syrer als Flüchtlinge in unserem Land an und hilft ihnen. Das sollte man vielleicht schon erst einmal registrieren. Natürlich. Aber wir registrieren eben auch, dass es einige wenige gibt, die zu einem Sicherheitsproblem für unser Land werden. Und da muss man solchen Fragen, welche Hintergründe das hat, dass jemand in unserem Land als Flüchtling, und das war da der Fall, bereits anerkannt ist, ja. Und dann reist er wieder aus nach Syrien. Aber das darf er und doch. Kommt dann wieder. Ja, das darf er. Aber das ist ein Punkt, wo ich sage, da müssen wir doch mit den Sicherheitsbehörden in Zukunft wesentlich stärker hinschauen. Wieder. In der Normalfall kann das für jemanden, der als Flüchtling in unserem Land kommt, der in unserem Land sagt, er will als Flüchtling anerkannt werden, weil er, so war das da wohl der Fall, vom Assad-Regime verfolgt wird. Wenn so jemand dann freiwillig wieder in die Heimat geht, okay, dass solche Leute, und das sind ja nur wenige, dass man sich solche Leute noch einmal sehr genau anschaut, wer reist da wieder in seine Heimat zurück und kommt dann wieder in unser Land und unter welchen Bedingungen und mit welchen Absichten kommt so jemand dann wieder in unser Land, dass so jemand schon dann genauer angeschaut werden muss, dass unser Staat überhaupt einen Überblick bekommen muss, das ist ja offensichtlich ohne nähere Registrierung verfolgt. Da sage ich in der Tat, da müssen wir, glaube ich, die Vorschriften etwas ändern und strenger fassen. Es ist erlaubt auszureisen, gar keine Frage, daran wollen wir keinen hindern. Aber das muss registriert werden, wenn jemand, der hier als Asylbewerber aus Syrien anerkannt worden ist, wenn er von sich aus wieder nach Syrien ausreist und wenn er wiederkommt. Denn das ist nun mal ein Land, wo im Moment dieser Krieg herrscht. Wir haben in unserem eigenen Land Leute, die anerkannt werden, weil sie sagen, sie werden vom Assad-Regime verfolgt. Mhm. Wir haben Leute, die anerkannt werden, die dem Assad-Regime sozusagen eher angehört haben und sich durch die Rebellengruppen verfolgt werden. All das wird in unserem Land als Flüchtlinge anerkannt. Und da müssen wir wenigstens unseren Überblick verschaffen, wer dann trotzdem noch mit dieser Heimat in ständigem Kontakt ist, inwieweit diese Leute Gefahren in unser Land bringen. Herr Herrmann hat hier wieder hervorragend eins vorgeführt. Bei islamistischen Terroristen reden sie total lange und immer wieder über die Herkunft. Und bei rassistischem Terror reden sie nicht über die Herkunft. Und ich finde nicht die Herkunft der Menschen, die zu Gewalt greifen und zu menschenverachtenden Ideologien überlaufen, ist entscheidend, sondern was hat wirklich diese Leute bewogen. Und ich finde, wir müssen hier eins wirklich ausstrahlen, gerade um Menschen zu ermutigen, dass sie sich auch dem Terror entgegenstellen. Nee, doch, genau, das ist er das. Sagt, das, nee, das würde ich jetzt gerne mal ausführen. Er hat jetzt echt lange reden darf dürfen. Ich nachfragen? Nee, Frau Will, er hat so lange reden dürfen. Ich würde jetzt gerne mein Argument ausführen. Er hat gesagt, wenn jemand in die Türkei oder nach Syrien zurückreist. Ist das ein schlechter Zuschlag bei Ihnen in der Redezeit als Mann? Ja, nee, gibt's nicht. Also, nochmal.
Wenn jemand ausreist nach Syrien und der Türkei, was spricht dagegen, dass es Sicherheitsbehörden interessieren könnte? Das ist doch gar nicht der Punkt. Ich wollte nur noch mal deutlich machen, dass er in seiner Argumentation immer wieder über die Herkunft gesprochen hat. Und ich finde, wir müssen eher über die menschenverachtende Ideologie dahinter sprechen. Und eins kann man doch mal festhalten. Islamisten rekrutieren labile junge Männer. Und selbst wenn wir gar keine Geflüchteten hier hätten, würden sich die Terroristen in anderen Zusammenhängen labile junge Männer suchen, die sie rekrutieren. Und eins, das kann ich als Sächsin einfach nicht stehen lassen, Herr Gemko, bei allem Respekt vor dem, was Sie machen. Aber wenn Sie jetzt den Eindruck erwecken, dass die sächsische CDU-geführte Landesregierung der Vorreiter in der Bekämpfung von Rassismus ist, da spricht die Praxis in Sachsen eine komplett andere Sprache. Die sächsische Justiz und Innenpolitik hat ganz oft versagt, wenn es darum ging, Rassismus die Stirn zu zeigen. Ich sage nur, in Heidenau, als ein rassistischer Mob wirklich eine Flüchtlingsunterkunft angegriffen hat, da wurde eine Person festgenommen, das war ein Fotograf. In Bautzen, als ein Trupp von Nazis junge Geflüchtete jagen, da stellt sich die Polizei einseitig auf die Seite der Neonazis. Jetzt, erst heute wieder, hat ein Polizist sozusagen diejenigen gefilmt, die gegen Pegida demonstriert haben. Also man kann hier schon sagen, es gibt ein richtiges Problem und dafür hat die CDU-geführte Regierung in Sachsen mit die Verantwortung. Das ist schlichtweg nicht wahr. Erstens der Justiz immer wieder diese Blindheit auf dem rechten Auge, wie Sie das ja so gerne machen, vorzuwerfen. Die sächsische Justiz ist wie alle anderen Justizen in Deutschland unabhängig. Jeder einzelne Richter ist völlig... Nein. Sie haben die Justiz angesprochen. Die Justizpolitik urteilt nicht. Die Justizpolitik verfolgt keine Straftäter. Das machen unabhängige Gerichte und die Staatsanwaltschaften in Deutschland und so auch in Sachsen. Und unsere Richter sind unabhängig. Und sie verfolgen jeden, der Straftaten begeht. Gleich wo er herkommt, gleich welcher Nationalität, Religion, sie sind. Deswegen haben Sie sich auch in einem Brief gegen eine Vereinnahmung durch Tillich gewehrt. Sie gestatten mir, dass ich zurückfinde zur Bekämpfung des islamistischen Terrorismus, der jetzt hier gerade in Sonderheit dann doch in Rede stand. Ich will doch mal dahin zurück, Herr Abbasi. Ich habe Sie übrigens noch nicht komplett vorgestellt. Manch einer wird sich fragen, wieso spricht der Mann so exzellent Deutsch? Das möchte ich noch mal eine Sekunde erklären. Sie sind in 2012 geflohen aus Syrien. Ende 2012. Sie sind dann über die Türkei irgendwie nach Deutschland gekommen und sind im Dezember 2013 hier angekommen, haben in 2014 angefangen, Zahnmedizin zu studieren, leben in Göttingen, machen da einen Blog, bei dem sie sich darum bemühen, dass sie Deutschen erklären, wie Araber denken und umgekehrt Arabern Deutsch erklären. Das will ich Ihnen kurz zeigen, um dann nachher noch mal zu fragen, was Sie gedacht haben, wenn es darum geht, ob man sich erklären muss, wenn man nach Syrien oder in die Türkei fliegt. Aber schauen wir mal kurz, damit wir verstehen, wer Sie sind. So, Sie haben also längst eine Menge über uns verstanden, etwa wie wir uns sparsamer begrüßen, als Sie das tun. Videos dafür. Verstehen Sie auch, wenn Ihnen der bayerische Innenminister sagt, bitte, ich möchte wissen, wer in die Türkei und nach Syrien zurückfährt, weil ich daran möglicherweise ablesen kann, ob sich jemand radikalisiert? Ja, also das Ding ist, dass natürlich, wir sind als Syrer hier, also ich spreche hier nicht im Namen der Syrer, natürlich nicht, das kann ich sowieso nicht. Aber ich präsentiere ja mein Projekt und ein paar Meinungen hier. Das Ding ist, dass einerseits finden wir sehr, sehr gut, dass man die Sicherheit hier in diesem Land erhöht. Das ist für uns kein Problem. Natürlich freut uns alle, weil wenn es dann Gefahr gibt, dann das betrifft uns alle. Ja. Das ist schon klar. Auf der anderen Seite, es gibt schon genug Drucke an die Flüchtlinge. Und noch einen Druck entstehen zu lassen, ich weiß es nicht. Also das ist, halt, es ist schon zu viel. Und wenn es sowas jetzt noch mal Kontrolle da gibt und so, dann entstehen wir auch, das entsteht auch die sogenannte strukturelle Diskriminierung. Mhm. Ja, es gibt schon in dem Land individuelle Diskriminierung, das ist dann überall und lassen mich bitte das ausreden. Mhm. Ich habe sie, genau. Und noch mal strukturelle Diskriminierung zu entstehen, was schon gibt, das finden wir schon viel und die Kontrolle, wir haben kein Problem damit, aber wir möchten gerne, dass die Kontrolle überall da herrscht. Mhm.
Wir wollen nicht nur eine Kontrolle nur über uns. Mhm. Wir sind diejenigen, die immer Probleme in diesem Land machen. Wir wollen eine Kontrolle über allen da machen. Mhm. Ja, vielleicht gibt es auch Leute, die ins Ausland gehen und auch sich radikalisieren lassen. Absolut. Und die sind, die kommen nicht aus Syrien. Warum, warum konzentrieren wir uns immer auf die Gruppe von diesen Menschen, die, von Terror geflohen sind? Nein, da sind wir uns zunächst mal einig. Da bin ich mir mit dem Bundesinnenminister einig. Wir brauchen ein europäisches Ein- und Ausreiseregister. Ziehen viele inzwischen an einem Strang, dass wir insgesamt registrieren, wer von außerhalb der EU in diesen EU-Raum einreist und wer von hier ausreist. Das jeder. Gilt generell. Jeder, genau. Das ist offizielle Politik, das sagt der Bundesinnenminister. Ich unterstütze das nachdrücklich und das wird, ist ein Thema, was in Brüssel, das muss ja die EU insgesamt haben, was die in Brüssel vorangebracht werden muss. Aber ich bitte jetzt auch noch mal um Verständnis, auch wenn wir speziell über Syrien reden. Dieser Bürgerkrieg ist fürchterlich. Und weil er so fürchterlich ist, gibt Deutschland mehr als jedes andere Land auf der Welt, gibt Deutschland Menschen aus Syrien hier Zuflucht, damit sie sich vor diesem Bürgerkrieg flüchten können. Mehr als jedes andere Land von den unmittelbaren Nachbarn wie Türkei und Jordanien abgesehen, wo die Flüchtlingslager sind. Ja, und das ist für uns klar und wir sind dafür ganz, ganz gut. Das ist die Leistung, die Deutschland erbringt. Und Deutschland stellt jetzt gleichzeitig fest, dass unter den vielen Flüchtlingen, denen wir hier Zuflucht geben, leider auch einige wenige sind, die zu einer Gefahr für unser Land werden. Auch für sie selbst. Sie selbst sind aus diesem Land geflohen wegen der Gewalt, die andere in ihrem Land verüben. Es sind ja Syrer untereinander im Wesentlichen, die Gewalt verüben. Ja? Die Rebellengruppen und das Assad-Regime und IS und dergleichen. Und jetzt wollen wir verhindern in der Tat, dass sich am Schluss irgendwas Ähnliches wie im Moment in Syrien am Schluss in Deutschland abspielt. Und dass wir da Sicherheitsmaßnahmen ergreifen. Und dass wir eben alles dafür tun wollen, dass nicht diese Auseinandersetzung in unser Land importiert wird. Genauso wie wir verhindern wollen, dass die Auseinandersetzung zwischen Türken und Kurden in unser Land importiert wird. Dass wir uns dafür vernünftig aufstellen, das müssen Sie doch akzeptieren. Das ist ja auch in Ihrem Sinn. Wir wollen, dass Sie hier friedlich leben können. Bis jetzt vielleicht geäußert. Aber wir müssen Deshalb lassen wir Herrn Maskelow mal kurz helfen. Wie groß ist denn die Gefahr, die von Flüchtlingen ausgeht? Und ist diese angestiegen in Also zunächst mal haben Sie ja völlig recht, wenn Sie sagen, dass es zunächst mal damit beginnt, dass Menschen aus diesem Land, die in der Mitte unserer Gesellschaft groß geworden sind, nach Syrien und in den Irak fahren, sich dem sogenannten Islamischen Staat angeschlossen haben. So, das heißt, wir haben für eine lange Zeit haben wir in Wahrheit Terrorismus exportiert. Wir haben ihn gar nicht importiert. Ich glaube, dass es jetzt in Ihrem Interesse und im Interesse von allen Flüchtlingen ist, nachdem wir nun leider wissen, dass sich der IS sowohl entschlossen hat, den Flüchtlingsstrom ein Stück auszunutzen und Menschen mitzuschicken. Und wir in anderen Fällen wie Würzburg und Ansbach gesehen haben, dass es einzelne Fälle gibt, in denen Menschen, die hier zu uns gekommen sind, aus welchen Gründen auch immer, das wissen wir nicht in allen Fällen abschließend, sich hier radikalisiert haben. Glaube ich, haben wir ein großes Interesse daran, alles zu unternehmen, um zu schauen, ich glaube auch in Ihrem Interesse, um zu sehen, wer sind diese wenigen. Und wenn Sie sagen, Sie wollen ganz genauso, dass rechter Terrorismus in diesem Land verfolgt wird, kann ich nur sagen, Sie haben ja völlig recht. Es gibt keinen Unterschied zwischen einem Terrorismus, der vielleicht ein bisschen besser ist als der andere, sondern da wollen Sie eine konsequente Verfolgung. Ich will nur auch bei dieser Debatte heute Abend und bei mancher dieser schwierigen Debatten, die wir führen, irgendwie auf eins hinweisen. Das ist der sogenannte Islamische Staat. Er kann uns irgendwie Schmerzen zufügen, er kann hier irgendwie Anschläge begehen, aber er ist ja letztlich nicht in der Lage, tatsächlich unserer Gesellschaft nachhaltigen Schaden zuzufügen. Denken Außer Sie? Auf, ja, das glaube ich. Außer auf Auch eine, selbst wenn so ein Anschlag wie jetzt gelungen wäre. Ja, dann würde ich sagen, das ist eine schreckliche Form von Terrorismus. Generationen vor uns haben Terrorismus erlebt und überstanden und genauso wird es für weitere gelten. Ich glaube aber, dass der IS auf etwas anderes zielt. Er zielt auf eine Spaltung der Gesellschaft. Das, was er sich tatsächlich wünscht, ist ein Generalverdacht gegen alle Muslime. Ja, genau. Und er wünscht sich ganz genauso, dass die Mehrheitsgesellschaft mit
Argusaugen, mit Misstrauen auf Muslime schaut. Das ist sein wahres Ziel. Das ist übrigens auch nicht nur ein Ziel des IS, sondern man kann das seit vielen Jahren auch in den Schriften von Al-Qaida anschauen. Wenn die einen Traum haben, dann ist es im Grunde eine große Spaltung bis hin zum Bürgerkrieg zwischen der Mehrheitsgesellschaft und den eingewanderten Muslimen. Und ich glaube, dass wir auch bei allen schwierigen Debatten, die wir jetzt zu führen haben, aufpassen müssen, dass wir, was das angeht, Maß und Mitte behalten. Terroristen sind immer Fallensteller. Sie leben davon, dass Gesellschaften nicht klug genug reagieren, dass sie überreagieren, dass auch Politik in der Hoffnung darauf, Menschen, die verunsichert sind und schnelle Antworten suchen, möglichst schnelle und klare Antworten zu geben. Ich befürchte, dass es die so nicht geben wird, sondern wir werden mit diesem Phänomen recht lange zu tun haben. Ich glaube, dass es Erfolge geben wird, über die man an Abenden wie diesen wird diskutieren können. Und es wird ganz genauso Rückschläge geben. Vor allem aber müssen wir uns darüber im Klaren sein, dass eine Überreaktion, eine nicht kluge Reaktion, eine Spaltung innerhalb der Gesellschaft, insbesondere zwischen der Mehrheitsgesellschaft und den Muslimen, das ist, was sie letztlich erreichen wollen. Und dieses Ziel, vor allem dieses Ziel, das sie erreichen wollen, das muss man ihnen verweigern. Sehen Sie denn schon Überreaktionen? Glücklicherweise hier bei uns im Land wenig. Wenn ich nach Amerika schaue und höre jemanden wie Donald Trump zu, dann sehe ich, wie weit Überreaktionen gehen können. Man wünscht sich ja in diesen Tagen einen Präsidenten wie George W. Bush zurück, der immerhin sechs Tage nach den Anschlägen des 11. September in Washington in eine Moschee gegangen ist, um genau dieses Signal zu senden. Wir sind irgendwie eins, wir machen den Unterschied zwischen den wenigen, die Gewalt anwenden, und den vielen, die es nicht wollen. Und hier sind wir dann alles in allem, finde ich, noch auf einem ganz anständigen Weg. Damit höre ich auf. Danke für die Runde. Danke für die Diskussion. Wir machen weiter mit den Tagesthemen und mit Pina Atalay, die anknüpft an das, was wir hier diskutiert haben. Oder, Pina? Genau, Anne. Es geht vor allem darum, was in Zukunft anders werden soll bei der Terrorbekämpfung. Denn eins ist klar, nach den Pannen im Fall Al-Bakr müssen sich die Ermittler und Behörden jetzt neu sortieren. Mehr dazu gleich bei uns in den Tagesthemen. Das jetzt in den Tagesthemen. Wir dann nächste Woche nicht, aber die Woche drauf wieder. Bis dann. Tschüss.